Herzlich willkommen zur neuen Episode von Spellforce in der Hauptkampagne The Order of Dawn. Und ja, dieser nette Herr hat uns zerlegt, aber mal gründlich. Ich habe jetzt seine ganzen Helfershelfer, die sind jetzt alle tot, meine ganze Armee aber auch. Und ja, gut, dass ich die Karte nicht vorher verlassen habe. Ich meine, spätestens jetzt in der Pause hätte ich jetzt mal doch bei Google geguckt. Jetzt habe ich das Grab dann aber doch alleine gefunden. Und ja, bin doch ganz froh, dass ich ja, ja das Zwergengebäude hochgezogen habe. Die ganzen Zwergengebäude, um halt den irgendwie platt machen zu können. Was aber auch gleichzeitig heißt, wir brauchen jetzt alles, was wir zur Verfügung kriegen können hier. Und ja, jetzt muss ich nur noch mal schauen, weil auch das Mondsilber ist jetzt rar geworden. Im Endeffekt muss ich jetzt zusehen, dass ich jetzt hier Arbeiter nochmal beschwöre und die dann an dem hier vorbei bekomme. Sprich, ich würde die jetzt auch extra hier oben lang laufen lassen, damit die hier das Mondsilber nochmal abbauen können. Weil das wird jetzt gleich dann hier runter rieseln ohne Ende, wenn ich die Einheiten baue. Das könnte jetzt nochmal spannend werden, weil der hat unsere Armee doch auch ziemlich gut zerlegt, muss man ganz klar sagen. Ne? Also wie gesagt, Stufe 30. Ich bin sogar am überlegen, ob ich da nicht sogar ein großes Haupthaus baue und als Buffgeber den Titanen noch dazu hole. Das ist, erscheint mir tatsächlich sicher, weil wie gesagt, Stufe 30, der hat 100er Schaden ausgeteilt. Das heißt, er wird früher oder später anfangen, meine Armee so oder so auseinanderzunehmen. Und da brauche ich alles, was ich kriegen kann. Das nutzt nichts. Ist definitiv, glaube ich, nach dem Drachen für mir der stärkste Gegner. Zumal ja Level 30 auch das Max-Level ist. Im Hauptspiel. Ja, das war spannend, muss ich sagen jetzt. Aber gut, wie gesagt, wichtiger ist, dass ich nicht die Karte verlassen habe und dann irgendwann festzustellen, okay, ich muss dann doch hier hin. Weil so asozial können selbst die Entwickler nicht sein, dass die da jetzt diese Amras Wächter hier nur als Lockmittel hier hingestellt haben und sagen, haha, hier ist das Grab aber gar nicht. Bräuchte ich denn 1500? Ja gut, das wird natürlich jetzt eine Weile dauernd. Es sei denn, hier passt irgendwo noch eine Schweinezucht hin. Aber ich da jetzt glaube, das brauchen wir fast schon gar nicht mehr. Aber gut, abwarten. Gucken wir mal, ob die Schweinezucht da noch irgendwo hinpasst. Doch hier oben. Da weiß ich allerdings nicht, ob das ja noch zum Nahrungslager reicht. Wenn nicht, ist egal. Tja, und eigentlich alles nur wegen einer Quest. Ne? Aber wie gesagt, ich finde das halt gerade als Vorteil von diesem Spiel, jetzt mal abgesehen von den Kriegsnebel, dass man halt auch zu bereits besuchten Karten zurückkehren muss, kann, wie auch immer. Weniger schön ist halt, dass ich zweimal gestorben bin auf dieser Karte und jetzt auch XP verloren habe. Ich hoffe, der gibt jetzt einen ordentlichen Batzen. Und vor allen Dingen auch, wenn ich die Quest abgeben kann, dass das einen ordentlichen Batzen XP gibt. So. Kleinigkeit. Also hier ist sowieso nicht mehr großartig Mondsilber. Ich würde diese Mine jetzt erstmal aufgeben.
diese Mondsilbermine. Kleinigkeit. Und wie gesagt, versuche jetzt hier an denen vorbeizukommen, weil eigentlich sollte das hier weit genug weg sein, dass ich hier eine Mondsilbermine bauen kann. Und los. Hier unten bauen die ja auch ab und zu noch was ab. Was steht an? So. Stein müssten wir genug haben dafür. Mondsilbermine. Verdammt, nee. Ja, Houston, wir haben ein Problem. Die passt hier nirgendwo hin. Hier oben. Das wird ein Meisterwerk. So, dann müssen die theoretisch hier lang, weil wenn ich die unten mache, bin ich in Reichweite von dem. Das riskiere ich nicht. Gut, aber ich kann ja trotzdem schon mal Einheiten produzieren. Und zwar fangen wir mit denen an. Ah, Mondsilbervorrat, der schmilzt, aber wie gesagt. So, ich hoffe, wenn die hier vorne lang laufen, dass sie den nicht pullen. Eigentlich ist er weit genug weg. Also, dass sie den ziehen. Und jetzt machen die das, was sie eigentlich nicht machen sollten. Ah, okay, es sind zwei in Reichweite. Gut, solange die da hier oben langlaufen, habe ich da gar keine Schmerzen mit. Dann können die das meinetwegen machen. Gut. So, und? Bringt das zum Nahrungslager? Ja, sieht fast so aus. Sehr schön. Hat auch eine relativ große Reichweite. Na gut, bis wir 1500 haben, dauert es noch eine Weile, aber... So. Geben wir 300 Mondsilber aus und 200 Nahrung für Titanen-Upgrade, würde ich sagen, ja. Und 300 Mondsilber für den Titan selber. Wie gesagt, der bufft ja auch ziemlich stark, hält auch einiges aus. Den kann man... Da muss halt nur ich drauf achten, dass ich nicht vorher drauf gehe. Eventuell muss ich das dann auch anders machen. So, das sind jetzt Elite. Dann machen wir jetzt die Ältesten. Ja, wie gesagt, das ist okay, solange die den da unten nicht ziehen. Kann ich sonst wohin rennen und das Mondsilber abbauen? Ja, hoffentlich geht das dann alles gut. Also muss zugeben, der hat mir dann doch ein bisschen Respekt verschafft. Ja, mit seinen 100er Kellen. Man sieht leider nicht, wie viel HP die jetzt wirklich haben. Deswegen ist auch ganz gut mit dieser schwarzen Magieresistenz. Dann halten die auch noch ein bisschen länger durch, dass die Chance, dass die halt einen Cast von dem halt einfach widerstehen. In der Zeit können die anderen halt draufkloppen. So, auf jeden Fall auch noch Verteidiger, die halt
schmeißen. Die sind vom Mond selber her auch nicht ganz so teuer. Weil das Problem auch bei zu vielen Nahkämpfern ist, dass wenn die um die Ecke stehen, also um den drumherum, können ja eine gewisse Anzahl stehen. Und die anderen Nahkämpfer stehen dann daneben quasi und können keinen Schaden auf den Gegner machen. Deswegen sind vielleicht Fernkampfeinheiten jetzt einige gar nicht mal so schlecht. Weil die auch günstiger sind. Die kosten überwiegend Eisen und Mondsilber. Eventuell mache ich das jetzt auch wieder so, dass ich da tatsächlich eine zweite Gruppe anlege. Eine Fernkampfgruppe sozusagen, dass das jetzt quasi die Gruppe 1 wieder ist. Mir nach. Und hier machen wir die Fernkampfgruppe draus, die ich dann extra drauf jage. Wer ruft mich? So, da ist der Titan. Den packen wir auch hier. Aus dem Bild! So, genau, 1500, das wird noch eine Weile dauern. Bin mir auch nicht sicher, ob wir dann so lange warten, ob wir das Cap dann noch mitnehmen oder ob das dann nicht doch schon reicht. Auf jeden Fall machen wir noch mehr Verteidiger dazu. Auf mein Kommando. Wahrscheinlich macht es auch Sinn, dass ich mich am Anfang ein bisschen zurückhalte, die alle da drauf schicke und dann notfalls versuche, dann, die Betonung liegt auf versuchen, dann den Rest von ihm runterzuhauen. Aber wie gesagt, man darf nicht vergessen, da steht eine Stufe 30 Gegner gegen Stufe 9 und ich bin ja auch nur 22. Sollte man auch nicht außer Acht lassen. Aber gut, wir werden das schon hinkriegen. Wir haben das bisher immer hingekriegt. Ich sag mal, den Drachen mit den ganzen Totems. So, weitere Verteidiger. Wie gesagt, die sind am günstigsten. Die kosten 60 Eisen und nur 30 Mondsilber. Wie gesagt, die schmeißen ihre Hämmer. Fernkampf ist, glaube ich, bei dem gar nicht mal so verkehrt dann. Gut, also habe ich doch die Mondsilbermine doch strategisch günstig platziert. Die rennen da alle schön hinter dem Gebäude lang, sodass er es nicht sieht. Theoretisch könnte ich das Ding ja auch mitnutzen. Fällt mir gerade ein. Und zwar machen wir da noch ein paar Kriegspriester dazu. Wobei, die machen wir auch in die Fernkampfgruppe. Da geht das schneller mit dem Armeen ausheben. Habe ich jetzt ein bisschen verpennt. Wenn wir schon zwei Monumente hier haben, sollten wir die auch nutzen. Ja, und da produzieren wir jetzt einfach massiv Verteidiger nach. Wie gesagt, Kriegspriester, Nahkämpfer haben wir an sich eigentlich genügend, dass die dann aus der Ferne ihre Hämmer da einfach schwingen.
so still, keine Musik mehr, nichts mehr. Die Ruhe vor dem Sturm, würde ich meinen. So, ja, dann machen die letzten beiden Verteidiger bei dem Monument. Dann sind sie beide ausgelastet. Geht es los? Endlich wieder kämpfen. So, in Gruppe 1 habe ich alle. So, 7 Älteste oder was auch immer. Und Elites, den Titan. Und ja, den Rest bauen wir jetzt mit Verteidigern zu. Die brauchen wohl ein bisschen länger, so wie es ausschaut. Da wird der Vorletzte produziert, jetzt der Letzte. Und dann würde ich sagen, wenn die dann auch alle hier sind, geht es dann nämlich los. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir den jetzt dann auch ganz locker legen werden. Das Ende aller Hoffnung. Und hoffentlich gibt es dann eine ordentliche XP-Boni. Wie gesagt, eigentlich hätte ich schon Stufe 23 sein können, aber ja, zweimal gestorben hier. Zu unvorsichtig, wobei ich ja beim zweiten Mal schon eine Armee dabei hatte und ja schon befürchtet hatte, dass da ja ein etwas stärkerer Gegner rauskommen könnte. Aber dass der so stark ist, hatte ich natürlich auch nicht auf dem Schirm. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Bin froh, dass ich die Karte nicht gewechselt habe. Weil wenn ich mich dann beim Googlen herausgefunden hätte, dass das dann doch das Grab hier auf dieser Karte ist, dann hätte ich nämlich wahrscheinlich ein ganz großes Problem gehabt. Dann hätte ich nämlich die ganze Sache wieder neu aufbauen müssen und das wäre ja... Das wäre noch zeitintensiver gewesen oder wahrscheinlich hätte ich es dann aber auch geschnitten, wobei ich natürlich schon versuche, das Ganze uncut zu machen, also wirklich so, wie es gespielt wird. So, da ist jetzt auf jeden Fall der letzte Verteidiger. Hier bin ich. Das ist jetzt Gruppe 2. Und so, dann bringen wir uns mal in Stellung. Würde ich sagen. Vorwärts. Mit festem Schritt voraus. So, wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich es auch nicht. Ich meine, allein der Titan hält ja eine Menge aus. So, das heißt, wir können theoretisch... Folgt mir! Endlich wieder kämpfen! So, 20 Verteidiger, also das sollte ja eigentlich reichen. So, Freundchen. So, sammeln, bis alle dann soweit da sind. Und dann würde ich sagen, Attacke. Weil mich halte ich erstmal noch ein bisschen zurück. So, los geht's. So. Schlachtruf. Ja. Oh, der hat Lebenssauger, so wie es ausschaut. Eieieiei. Hoffentlich macht ihr das nicht dauernd. Weil ihr seht, es passiert nämlich rein gar nichts. Na gut, ihr könnt es aber nicht dauernd einsetzen. Also eventuell kriegen wir dann irgendwann runter. Wir müssen einfach mehr Schaden machen. Gut, ich bin jetzt nicht mit dran. Weil ich nicht dran komme. Aber ich glaube, er hat sein Pulver verschossen, oder? Ja. Er geht jetzt auf jeden Fall mehr runter. Obwohl er keinen Mana-Balken hat. Doch, jetzt hat er wieder was gecastet.
Ich muss sehen, dass ich dann rankomme, weil ich mache ja auch mehr Schaden in dem. Naja, es ist sehr passiv gerade momentan. Also das ist ja das, was ich sagte, ne? Die anderen können halt wenig machen. Oh, er hat meinen Titan gewonnen-hittet. What the fuck? Der hat meinen Titan gewonnen-hittet. Er ist tot. Bin mit einem Schlag weggehauen. Ja gut, aber wir sollten das jetzt hoffentlich hinkriegen, wenn er sich nicht wieder vollsaugt irgendwie. Na gut, ich komme jetzt halt immer noch nicht dran. Ich stehe jetzt hier. Nächste gestorben, aber das sollte eigentlich reichen. Sagen wir, mehr Schaden machen, als er sich voll heilt. Ja, der muss aber auch viel HP haben. Ich meine, ihr seht ja, was ihm abgezogen wird. Das sind zwar keine großen Zahlen, aber es summiert sich natürlich auch. Naja, den kriegen wir aber auf jeden Fall down. Der kann sich nicht so schnell voll heilen. Wenn ich erstmal dran komme, mache ich ja sowieso mehr Schaden an ihm. Ist sogar schon wieder der Schlachtruf fertig. Okay, hat jetzt keiner was von. Außer ich. Ja, der geht down. Das kriegt er nicht weg. Er schlägt aber auch nicht zu, ne? Das merkt man halt auch irgendwie. Oh, hier geht's gleich weiter. Okay, der ist nur Stufe 18. So, jetzt ein bisschen Platz machen, dass ich hier hin kann. Meine Axt wartet schon. Ja, Kriegspriester sind auch in Nahkampf gegangen. Gut, das kennen wir ja nicht anders von den ganzen Heilern. So, Amra. Amras Beinplatten. Und Amras Brustpanzer. Stärke 10. Oh, das sind gute Werte. Und die Beinplatten, Stärke 5, Ausdauer 5, Wendigkeit 10, Geschicklichkeit 10. Das sind auch sehr gute Werte und ich kann sie beide tragen. So, die Frage ist die Quest jetzt damit abgeschlossen? Ja. Hab aber auch nicht viel. Ja, das war's im Endeffekt. Aber schwere Rüstung 9 war das, ne? Also müsste ich, glaube ich, da jetzt doch die... So, die müssten ja jetzt ganz hinten sein, genau. Ne, schwere Kriegsrüstung 9 allgemein. Okay, so, was habe ich hier? Stärke 10, Geschicklichkeit, Intelligenz 10. Kampf plus 10. Hier habe ich Kampf plus 5, okay. Dafür habe ich hier aber mehr Wendigkeit und Geschicklichkeit und so weiter und so fort. Ausdauer plus 10. Die habe ich hier auch nicht und da kriege ich auch meine Ausdauer jetzt zusammen. Für die schwere Kriegskunst. Das heißt, ich musste eventuell gar keine Punkte reinstecken. So, was habe ich hier? Stärke, Wendigkeit, Intelligenz. Gut, Intelligenz ist eh uninteressant. Stärke, Ausdauer, Wendigkeit, Geschicklichkeit. Ja, alles, was ich brauche. Trefferwertung. Alles, was ich brauche. Also die Quest hat sich definitiv gelohnt. Ach ja, genau. Und jetzt kann ich ja... Immer noch nicht. Ausdauer. Ach so, ja, der Basiswert. Doch, okay, das habe ich hier schon wieder vergessen. Der Basiswert muss halt höher sein von der Ausdauer. Nicht das, was ich durch die Items kriege, sonst wäre es jetzt so einfach. Gut, mit dem Level-Up kriege ich das dann. Aber das heißt, auch mit dieser Karte bin ich durch. Und ja, es hat sich in meinen Augen gelohnt. Also die Rüstung ist nice von den Werten her. Da ist alles drauf, was ich als Nahkämpfer brauche. Jetzt noch den Exekutor dazu.
Aber wie gesagt, ich habe halt, ich hätte schon längst Stufe 23 sein können. Das habe ich mir ein bisschen selbst verbaut hier. Aber letzten Endes, wie gesagt, hat es sich gelohnt. Die beiden Rüstungsteile sind schon nice. Also definitiv kann man nicht anders sagen. Auch Resistenzen, Magie, plus 20 Mentalmagie. Gut, plus Kampf nur noch plus 5. Das hatte ich ja vorhin auf dem plus 10. So, hier ist aber auch nochmal schwarze Magie. Dass ich jetzt da 65 Prozent, also 65 geschützt bin. Naja, doch, das hat sich definitiv gelohnt. Mehr Trefferwertung und so weiter und so fort. So, bevor ich jetzt aber hier die Karte verlasse, will ich dann doch nochmal gucken. So, Blut einer Riesenspinne. Das wird wahrscheinlich alles noch kommen. Gewinn, das funktioniert nicht. Das können wir auch nicht mehr abschließen mit dem Riesen, weil wir den vorher getötet haben, bevor wir ihm das Gift geben konnten. Sucht nach Schatten Windwallbergen. Soll ich Schatten suchen? Ja, ist die Frage. Welche Windwallberge? Südlichen oder die nördlichen? Das ist nämlich jetzt so die Sache. So, sammelt 5 Seelensteine. Habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht irgendwie einen einzigen gefunden, meine ich. Doch, Ängstlingsseelenstein, einen haben wir gefunden bisher. Ah, 2, Gruftschleicherseelenstein, 3. Da fehlen wahrscheinlich dann der Rest noch so, ja. Brauche ich noch 2. Ich würde aber vorschlagen, bevor ich jetzt dann in die Frostmarschen gehe, in die Windwallberge gehe und da irgendwelche Schatten suche, mache ich erstmal die Hauptquest weiter. Nämlich in den Frostmarschen. So. So, Ork-Monument. Und dann wollen wir schon mal anfangen zu bauen. Ich weiß ja nicht, was hier auf mich wartet, aber es ist erstmal egal, was es ist. Die Karte sieht nämlich ziemlich groß aus, das heißt, da werden auf jeden Fall Gegner warten. Was ich natürlich auch hoffe, damit ich nämlich dann auch hier auch meine Level wieder zusammenkriege. Gut, dann von den Zwergen wieder zurück zu den Orks. Dann spielen wir erstmal diese Karte. Und ich würde sagen, nach dieser Karte, wenn diese abgeschlossen ist, gucke ich dann nochmal in den Windwallbergen, um die Nebenquest abzuschließen. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss, um ja zwischen Hauptquest und Nebenquest immer hinterher hin und her zu switchen. Und wie gesagt, das hat sich ja eben gelohnt mit der Rüstung. Ich bin immer noch begeistert, dass kein Wert drauf, dem er nichts bringt. Ja, also Wendigkeit ist halt Ausweichen, ne? Geschicklichkeit ist Trefferwertung, Ausdauer ist eh klar, Stärke ist klar. Ja, ich habe 770 Lebenspunkte, das ist schon eine Menge, finde ich. 315 Rüstung, also die Rüstung war, glaube ich, auch relativ, war, glaube ich, größer als... Ah ne, ist hier auch 100er Rüstungsklasse, also da jetzt nicht. Und bei den Hosen war es eine 55er. Aber hier, genau, bei den Beinplatten ist es eine 100er. Das lohnt sich also. Habe ich also nochmal ordentlich an Rüstung dazugelegt. Gut, dann machen wir hier mit den Orks weiter. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon tierisch auf die beiden Addons. Und ja, auch wenn diese beiden Addons durch sind, ist mit Spellforce noch nicht Ende, weil dann werde ich nämlich Spellforce 2 spielen, samt dem Addon. Das habe ich nämlich noch gar nicht gespielt. Da weiß ich nämlich auch noch gar nicht, was für mich zukommt. Und, weil ich ja nun mal ein großer Fan dieser Serie bin, Spellforce 3 ist natürlich auch schon dabei. Ein Spiel, was ich spielen werde, auch wenn es natürlich sich ein bisschen verändert hat zu dem, was es... Spellforce 1 war, selbst Spellforce 2 ist ja nicht mehr ganz so wie der erste Teil, das haben sie ja ein bisschen abgespeckt, weswegen ich es damals eigentlich gar nicht spielen wollte, weil ich gerade diese, in Anführungsstrichen, Komplexität mit den ganzen Völkern und so weiter super fand. Gut, mit so 15 Jahren Abstand, wie das Spiel damals erschienen ist, muss ich natürlich sagen, dass das jetzt im Nachhinein nicht mehr ganz so groß wirkt, weil jede Völker im Endeffekt, ja...
fast die gleichen Sachen haben. Also die Unterschiede sind zwar da, aber nicht so megamäßig. Aber es bringt halt trotzdem eine Abwechslung rein. So, genug geredet. Das war's für diese Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Abo da. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Habt noch eine schöne Zeit. Tschö, tschö.